Servus Leute und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute geht es aber nicht um The Seven Deadly Sins. Ich lasse einfach mal hier mein Farming-Team im Hintergrund ein wenig laufen. Und zwar geht es um Folgendes. Da ich ja, wie im Video vorhin erwähnt, ein wenig Probleme habe mit ja, genügend Themen zu finden, über die ich Videos machen kann, wollte ich euch einfach mal fragen, wie ihr das denn sehen würdet, wenn ich auch Videos über andere Spiele machen würde. Und zwar spiele ich ja, ja, seitdem das Spiel draußen ist, zurzeit eigentlich nur noch das Spiel, habe aber auch über 600 Spieltage zum Beispiel in Dragon Ball Legends oder habe auch eine ganze Zeit lang das auch noch relativ neue Spiel Black Clover Phantom Knights gespielt und wollte euch einfach mal fragen, wie ihr das denn sehen würdet, wenn ich auch Spiele über, also Videos über andere Spiele machen würde. Und da wollte ich euch einfach mal fragen, welche Spiele ihr denn gerne sehen wollen würdet oder ob ihr überhaupt über andere Spiele Videos sehen wollt. Das heißt, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was für Spiele ich denn noch spielen sollte. Es dürfen auch gerne neue Spiele sein. Dann kommen halt am Anfang auch ein paar Noob-Videos, wo ihr seht, wie ich mich erstmal in dem Spiel zurechtfinden muss, wie ich es anzocke und so und wie es mir gefällt. Und ja, würde ich sagen, schreibt mir einfach in die Kommentare, welche Spiele ihr denn noch so spielt und über welche Spiele ihr denn auch gerne Videos von mir sehen würdet. Und ja, da würde ich sagen, die Spiele mit den meisten Likes, das ist ziemlich einfach bei mir. Das heißt, das sind meistens dann wahrscheinlich Spiele, die nur 3, 4, 5 Likes haben. Das heißt, ihr könnt das gut beeinflussen, indem ihr zum Beispiel einfach mal den Link an einen Freund von euch schickt oder so und sagt, like mal meinen Kommentar. Mir bringt das natürlich einen Klick mehr im Idealfall und ihr könnt damit beeinflussen, welche Spiele ich spiele. Und da würde ich sagen, ja, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr Spiele auch noch von mir von anderen, also wenn ihr auch noch Videos von anderen Spielen von mir sehen wollt. Ich wäre dazu auf jeden Fall bereit. Ich habe auch extra ein zweites Handy. Das heißt, dieses Spiel wird nicht vernachlässigt. Das kann ich den ganzen Tag trotzdem im Autoplay-Modus laufen lassen und währenddessen halt auch noch andere Spiele spielen. Und dann könnte ich auf jeden Fall auch mehr Videos bringen natürlich, denn jedes Spiel hat ja seinen eigenen Content und man kann viele Infovideos zu jedem Spiel machen. Und ja, wie ihr seht, ja. Mein Farming-Team ist jetzt auch nicht das Beste. Das hat gerade meine Kampfkraft von 120.000. Aber ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, das Farming-Team im Idealfall so zu spielen wie ich. Das heißt, ihr spielt den roten Hauser, den blauen Weinheit. Wenn ihr den grünen Barn habt, spielt ihr den. Wenn nicht, spielt ihr halt die grüne Eddie Hawk. Die macht einen Haufen Damage und ist halt auch eigentlich der perfekte AOE-Charakter. Aber ich spiele halt lieber mit dem grünen Barn wegen seinem Erpressen und dem Schaden, der daraus resultiert. Und die grüne Eddie Hawk hat halt einfach eine Attacke, die keine AOE ist. Und wenn ihr im Autoplay-Modus mit ihr spielt, wird meistens diese Attacke als erstes eingesetzt, wenn ihr auf Offensiv spielt. Ich weiß nicht, wie sich das verhält, wenn ihr auf Ausgeglichen spielt. Aber im Offensiven setzt ihr meistens diese Fähigkeit zuerst und das hat mich ein wenig gestört. Denn ich würde am liebsten, wie ich es jetzt habe, nur Fähigkeiten haben, die AOE-Damage machen. Bis natürlich auf die Ultis, da ist es leider nicht möglich, denn Weinheit und der grüne Barn haben eine Einzel-AOE. Und ja, wie ihr seht, habe ich mir jetzt mein letztes Todesmatch für heute erfarmt. Denn das sechste Level mache ich eher selten, weil ich das meistens im manuellen Modus spielen muss. Und dafür bin ich meistens zu faul. Aber genug wieder von dem Spiel. Eigentlich ging es ja darum, dass ich einfach wissen wollte, ob ihr auch andere Spiele von mir akzeptieren würdet und welche Spiele ihr denn gerne sehen würdet. Und das war's dann auch schon wieder von mir. Ist jetzt ein bisschen kürzeres Video, ging gerade mal 4 Minuten und 30. Ich hoffe, das Video, ja, gefallen kann man es jetzt nicht nennen. Ich hoffe, das Video war jetzt nicht ganz so daneben von mir. Ja, wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, wie immer, einen Daumen nach oben da lassen und ein Abo, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Und dann bin ich gespannt auf eure Kommentare und würde sagen, bis zum nächsten Mal.